So, da sind wir auch schon wieder. Das Rennen haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt natürlich wieder. Ich will es gar nicht wissen. Zwei Wendlab-Strecken. W700 Nissan. Gut. Machen wir das doch. Solo. Da bin ich mal gespannt. Wie ein Turnschuh. Diesmal nehmen wir aber ein anderes. Diesmal nehmen wir den hier oder den hier. Daten 8, 1, 7, Handling 5. Was war man hier? 6, 5. Ja, ein bisschen mehr Handling. Frage, ne? Aber nehmen den hier. Wird schon schief gehen. Wenn wir da alleine fahren, dann kann ja eh nichts schief gehen. Wenn wir nicht alleine fahren, ja, dann müssen wir nur hoffen, dass wir das richtige Setup haben. Ja, dann gehen wir direkt rein. Ja, warte mal, Tuning. Übersetzung, ja, 6 Gänge, alles gut. So, Start. Und wir sind alleine. Ach ja, es reißt halt nicht ab. Ne? Können wir die Scheiße hier überspringen, bitte? Denkt sich so eine Strecke aus. Ich meine, die Streckenführung ist ja eben das Seine, so, ne? Aber mit NPCs wäre es natürlich schöner. Kann man diese Strecken dann nicht einfach mal fahren und, also, ne, weiß der, was halt erstellt hat. Die würden auch NPCs hier fahren. Kann man alles einstellen. Oh Gott. Sorry, hier ist ein Haufen. Bäume. Wer baut hier Straßenlaternen? Das wird wahrscheinlich wieder eine langweilige Folge für euch. Aber was willst du machen, ne? Ich muss da ja schließlich auch durch. Jetzt hätte ich mich beinahe verfranst. Gut, dass ich nicht Franz heiße. Thank you.
fahren wir denn hier für einen Scheiß zusammen? Sag mal. Ich habe das Gefühl manchmal, umso mehr ich hier rumjammer, wie bescheuert eigentlich die Strecken sind. Also die Strecken selber können ja auch gut sein, so ist es ja nicht. Aber für mich ist schon die Strecke durchgefallen, wenn es keine NPCs gibt. Also, wenn es irgendwie einen Background dafür geben würde, keine Ahnung. Es kann ja, braucht ja bloß einer sein. Also das heißt, ja, hier, der will hier so Special Race mit dir veranstalten. Und für einen guten Zweck oder so, ne? So alle Underground 2 oder. Also Need for Speed-mäßig oder keine Ahnung. Aber so ganz alleine, das ist halt dann doch, ja, für mich halt keine Rennstrecke. Moderne Sportwagen, lass mich raten, wir sind wieder alleine. Sie werden es gleich entdecken. So, dann starten wir mal. Ich glaube, deswegen steht da auch Solo. Ja. Da steht, tritt allein gegen Trivatare an. Will ich. Oh, und wehe, da sind jetzt keine. Doch mal Beschwerde einreichen hier. So, ich gehe mal davon aus, dass das Schotter ist. Dann hätten wir ja nur den Audi. Alle anderen machen eigentlich keinen Sinn. Das, ja. Dann nehmen wir den Audi, ist immer Safety First. Würde ich sagen. So, nehmen wir noch ein Schlückchen Kaffee. Mhm. Mittlerweile ist es Eiskaffee. Oh Gott. Wenn ich das schon sehe, dass da hier 50.000 Objekte ineinander geglitscht sind. Das kann ja nur eine Hoppelstrecke sein. So, Übersetzung 6 Gänge. Das können wir mal so lassen und gewinnen, weil wir haben ja eh bloß 6 Gänge. Also in real beim Schalter, ne? Und wir sind wieder alleine. Hä? Die Dinger tauchen erst auf, wenn man durchfährt. Okay. Sehr cool. Boah, da hat sich jemand Mühe gegeben. Also ich finde, die hoppelt gar nicht so jetzt wie andere Hoppelstrecken. Nichtsdestotrotz fehlen hier so die Gegner, ne? Also. Wenn die jetzt noch wären, aber das ist eine echt geile Strecke bis jetzt. So, lässt sich ganz gut fahren, kein Gehoppel hier. Also minimal, ganz minimal. Man merkt halt ein bisschen schon die Absätze da von den Blöcken, aber sonst.
Abstarter kommt der Audi mit dem Arsch besser rum. Da muss ich manchmal ein bisschen Handbremse nachhelfen. Das war ein bisschen zu früh. Okay. Also auf jeden Fall eine angenehme Strecke, muss ich sagen. Also dafür, dass die hier. Oh, was war das jetzt? Ist der Berg jetzt aufgeploppt oder zu viele Objekte hier? Oder? Auf jeden Fall, dass die sich richtig angenehm fahren. Jetzt fehlt halt nur noch so, ne? Dieses. Ja, wir hätten noch NPCs gebraucht. Schön. Nee. Ich wollte eigentlich diesen drücken. Und mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.